Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf Smarana Live. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, denn ich möchte heute mal auf ein Thema antworten oder auf eine Fragestellung, die ihr im Community-Tab geschrieben habt. Und dort geht es um die Engel. Dort geht es darum, wie kann ich Engel fühlen und gibt es die überhaupt? Das sind Zweifel und man glaubt nicht so richtig daran. Also das ist so diese Fragestellung. Ja, und da möchte ich dann auch am Ende von dieser Sendung euch eine Meditation geben, wo ihr tatsächlich die Engel fühlen könnt und wo ihr vielleicht dann auch lernen könnt oder wissen könnt, bin ich für ein Medium geeignet, bin ich dazu geeignet, Botschaften zu überbringen. Denn ich weiß, dass viele Menschen sich wünschen, ein Medium zu sein. Und dazu kann ich euch sagen, das ist gar nicht so schwer. Also die Engel, das ist ja etwas sehr Abstraktes, was jetzt der Verstand überhaupt nicht greifen kann und was man mit dem Verstand auch alles gar nicht verstehen kann. Und wie sollen denn da jetzt Botschaften aus der geistigen Welt kommen? Ja, also sehr abstrakt. Aber dennoch ist es so. Und jetzt für die Menschen, die sehr im Verstand sind, kann ich sagen, du kannst ja die Engel fühlen und in dem Moment, wo du diese große Liebe fühlst oder auch die Wärme oder manchmal Kälte, das kann ja auch sein, das ist so der Beweis, dass die Engel bei dir sind. Manchmal spürt man auch hier so an der Wange so einen kleinen Luftzug, auch das ist ein Beweis, dass die Engel da sind. Oder du kriegst so wie so eine Gänsehaut, wenn du was Bestimmtes sagst, dann das ist auch so ein Zeichen, die Engel sind da und du bist auf dem richtigen Weg. Also viel Vertrauen ist ganz wichtig und einfach auch sein lassen. Auf die Stimme des Herzens hören und deinen Gefühlen vertrauen. Das ist so der erste Weg, wirklich der allererste Weg, um mit den Engeln Kontakt aufzunehmen. Und dann gibt es ja auch noch viele Menschen, ich habe das immer wieder gehört, wenn ich also in der Öffentlichkeit mit den Menschen meditiere oder channele oder auch auf einem spirituellen Treffen, dass die Menschen sagen, oh, ich habe schon, bevor du gesagt hast, habe ich schon genau gewusst, was als nächstes kommt. Und das, meine Lieben, das ist ein ganz, ganz tolles Zeichen, denn wenn du tatsächlich schon weißt, was im nächsten Satz gesprochen wird oder welche Bilder da sind, dann hast du die Fähigkeit, ein Medium zu sein. Das ist doch richtig toll. Also das müsst ihr wissen, denn es kommt so oft vor, dass die Menschen das zu mir sagen und dann denke ich immer, wow, die könnte auch ein Medium sein, aber sie weiß es gar nicht, ja. Und jetzt, deswegen spreche ich auch so gerne jetzt mal darüber, damit ihr das wisst. Also, wenn ihr diese Fähigkeit habt, dass ihr also in der Meditation wisst, was als nächstes kommt, wenn ihr da die Bilder empfangt und so, dann ist euer Kanal schon richtig gut ausgerichtet und ihr habt die Fähigkeit, ein Medium zu sein. Das heißt, ihr könntet euch schulen lassen, um eben dann die Techniken zu erlernen, was man alles tun sollte, damit man Botschaften erhält. Und das sind doch ganz tolle Lichtpunkte. Und um das eben fühlen zu können, da brauchst du dich in einer Meditation oder in einem Channeling einfach nur fallen zu lassen, so tief wie möglich zu entspannen, dich fallen zu lassen und dann wirst du sehen, dann geschieht alles wie von ganz allein. Also einfach mal ausprobieren und jetzt die Meditationen nicht so nebenbei hören, sondern wirklich vielleicht dich auch ins Bett legen, das kann man ja auch tun, so vorm Einschlafen. Das ist sowieso eine sehr gute Zeit vor dem Einschlafen, einfach mal zu meditieren. Und dann kommst du so in diesen Zustand zwischen halb schlafen, halb wach sein und da dann diese Meditation hören. Und dann wirst du sehen, dann driftest du so leicht ab. Und bevor du einschläfst, also solltest nicht einschlafen. Und dann in dem Moment zeigen sich die Bilder und dann in dem Moment wirst du sehen und hören und wissen, was als nächstes kommt in der Meditation. Und je öfter du das machst, umso mehr wird dein Kanal ausgebildet und du wirst geübt in diesen Dingen. Ja, und dann machst du einfach noch eine Ausbildung zum Channel-Medium und kannst dann tatsächlich Botschaften überbringen. Das ist eine ganz herrliche Sache und an sich hat ja jeder Mensch
so eine Fähigkeit. Das ist jetzt gar nicht nur wenigen Menschen vorbehalten, sondern es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch das hat und es ist aber nur nicht bei jedem Menschen so ausgebildet. Das sind die Unterschiede. Und je nachdem, wo man im Leben seinen Fokus drauf legt, wird man die eine oder die andere Fähigkeit einfach verstärkt ausführen oder eben mehr oder weniger. Und deswegen gibt es eben manche Menschen, die Medien sind und andere wiederum, die nicht Medien sind. Ja, und jetzt möchte ich mit euch so eine kleine Übung machen, also eine Meditation natürlich machen. Und ihr probiert euch einfach in dieser Meditation so tief wie möglich fallen zu lassen. Dehnt euch dabei aus und erwartet nichts. Also es ist ganz wichtig, dass ihr nichts erwartet, sondern einfach nur mal ausprobiert, was geschieht, den Worten folgen und euch ja hingebt, so richtig hingebt, achtsam seid und voll in der Liebe. Und dann dürft ihr mir natürlich in den Chat unten reinschreiben, was es mit euch gemacht hat, was es bewirkt. Und da freue ich mich schon drauf, auf die Kommentare und wünsche euch jetzt ganz viel Freude dabei. Ich werde mich jetzt erstmal einsprühen und habe ich gedacht, mit dem Merlin, den habe ich schon mal hier hergestellt. Merlin hat ja ganz viel Zauberkraft, ganz viel Magie und viel Wissen. Und Merlin war mein erster Lehrmeister und deswegen habe ich ihn jetzt gerufen und wir wollen mal gucken. Ich werde jetzt nicht Merlin channeln, aber er wird mich in meiner Energie begleiten. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude. Mach dich bereit. Ich werde mich jetzt einstimmen. Und so rufe ich die Engel der Intuition herbei. Und ich bitte dich, mein liebes Menschenkind, mein lieber Lichtarbeiter, der du heute hier bist und zuschaust und mir zuhörst, atme das Licht der Liebe ein und lasse dich von diesem Licht der Liebe in deiner Seele berühren. Spüre, wie du dabei ganz ruhig wirst. Und so atme in einem Rhythmus, welcher sich gut und richtig für dich anfühlt, langsam die Liebe ein und aus. Denn es ist die Liebe, welche uns trägt, es ist die Liebe, welche uns berührt und welche uns heilt und welche uns verbindet. Und so spürst du schon, wie die Liebe dich umströmt, wie sie dich hält und wie sie dich schützt. Die Engel der Intuition haben sich in diesem Raum versammelt und sie selbst bringen das Licht aus der Wirklichkeit zu dir, denn sie möchten dich dazu erwecken und dir helfen, deine innere Stimme besser zu hören. Denn deine innere Stimme ist eine Vision, welche dir deine Seele überbringt. Und je mehr deine Stimme hörbar für dich ist, umso mehr wird deine Seele zu dir sprechen. Und so bitte ich dich, dir jetzt in diesem Moment zu erlauben, dich ganz tief fallen zu lassen und dein Herz zu öffnen. Dein Herz ganz weit zu öffnen, damit die Engel der Intuition dir ihre liebenden Energien senden können. Und so laden sie dich ein in das Feld der Intuition, in den höheren Dimensionen einzutauchen. Wenn du dazu bereit bist, dann nehme jetzt einen tiefen Atemzug. Nehme diesen Atemzug der Liebe und des Lichtes, welches dich umgibt. Um dann im gleichen Moment von den Engeln der Intuition hinaufgetragen zu werden in das Feld der unendlichen Liebe. Spüre, wie die Energie sich ändert und wie sie dich zu einem goldenen Stuhl führen,
Dieser goldene Stuhl ist der Stuhl der Intuition. Und wenn du dich nun darauf setzt, dann wirst du mit den Energien eins werden. Die Energien werden mit dir verschmelzen. Und so bitte ich dich nun, setze dich hin, lehne dich zurück und genieße all das, was jetzt geschieht. Denn die Engel der Intuition senden dir ihre Energien. Und so fließt diese Energie jetzt zu dir. Lasse dich tragen. Lasse dich lieben. Und öffne dein Herz so weit, wie du kannst. Die Energien fließen von deinem Herzen zu deinem inneren Kind und von deinem inneren Kind hinauf in deinen Geist. Sie öffnen deine Kanäle und so wird auch dein Channel-Kanal geöffnet. Er wird auch gereinigt und ausgedehnt. Lasse dies geschehen. Die Engel der Intuition sind bei dir. Sie tun dies in tiefer Liebe und in großer Achtsamkeit. So fließt nun diese Energie zu dir. Lass es geschehen. Es geschieht in der höchsten Liebe und zum allergrößten Wohle für dich. Die Engel der Intuition, sie streicheln dir über dein Haupt, über deine Schultern und deinen Rücken. Und sie sehen das Leuchten in deiner Seele. Sie sehen ganz genau, wie die Energien fließen und wie du tief verbunden bist mit deiner Seele, mit dir selbst und mit den Engeln der Intuition. Sonst könnte die Energie gar nicht fließen. Und aus dieser Freude erwächst eine sehr große Kraft. Und so sprechen die Engel der Intuition jetzt zu dir. Hieralarum Marina Tia. Die Energien fließen, berühren dich. Bereiten dich vor, ein Medium zu sein. Acceleron Hira Niabi. Die Anbindung ist geschehen. Es liegt jetzt an dir, weiter in diesen Energien zu bleiben. Und so tragen sie deine Seele liebevoll wieder zurück in dein Hier und Jetzt. Sie bringen dich in deine Räume, dort, wo du zu Hause bist. Und da kommst du ganz langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Öffnest deine Augen, bewegst deine Hände und Füße und bist wieder ganz da. Ja, das waren die Engel der Intuition und ich denke, du hast es sehr genossen und ich bin sowas von gespannt, was du mir unten in den Chat reinschreibst. Ja, und gerne komme ich wieder und spreche über das nächste Thema, über das ihr mich gefragt habt in dem Community-Tab.
Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Bis bald.